So, also, willkommen zu Half Minute Hero Super Mega Neo Climax Ultimate Boy. Dem wahrscheinlich letzten Teil, weil das der finale Akt ist von Half Minute Hero. Wie wir schon im letzten Video gesehen haben, ist der vergleichsweise hart zu den sonstigen. Ich würde es jetzt nochmal, einfach weil das Video sonst zu kurz wird und das Ding geht ja bloß so lange, den Text nochmal durchgehen lassen. Und ja, ich hoffe einfach mal, das schaffe ich dann. Also ich habe es schon mal geschafft, leider hat das Video da nicht aufgenommen. Sprich, ich mache das jetzt einfach nochmal. Und ja, der Held erwacht. Oder personifizieren wir mal nicht alle. Genau, der Held ist nämlich ein Held. Puh, und los geht's. Viel Spaß und viel Glück mir. Richtig, Schwert kaufen. Hier in dem Level darf man prinzipiell nicht alles kaufen. Man muss sehen, dass man sich einen sinnvollen Betrag an, keine Ahnung, was ich sagen will, kauft. Bisher haben wir alles ganz einfach. Nur die Zeit gucken, weil alle 60 Sekunden geht die letzte Ebene blöd und der war. Also tot gehen wir eigentlich am besten nie. Es geht zwar ein Stück, aber eigentlich nie. Tot geht zu müssen. Wird zwar wiederbelebt, aber meistens fehlt er die Zeit. Was haben wir 117, das ist schlecht, wir brauchen den Hammer. Wir müssen uns eigentlich jetzt hier fürs Heil, den Schild werden wir später haben. Weiter. Ah. Bell-Armor, ja, das brauchen wir zum Beispiel. Das können wir auch gebrauchen, weil Sandalen, da rennt man schneller. Und das ist hier natürlich Schatz. Okay.
Köpfen. Also hier ist es jetzt nicht so schlimm. Aber dann zurück zum Schloss kommen. Aber es ist doch mein Schloss, wie so schon. So, wir bräuchten nämlich dieses Schild. Weil das gut ist. Eigentlich ist alles gut.
Ja, haben wir schon. Sehr gut. Also vielleicht schaffen wir uns auf 105 Scheiben können. So, auf geht's zu den Monstern, zu den Bösen. Irgendwann ankommen. So, sieht eigentlich alles ganz gut aus.
So, jetzt haben wir ja aber noch genug Zeit, den Platz zu machen. Also 40 Sekunden. Voll equipped. Wir gucken, ob es auch noch vielleicht ein Video kommt. So, es müsste jetzt eigentlich gehen. Ich hab noch einmal Heilung. Sehr gut. Bam. Und da war's das. Mit 8 Sekunden Zeit. Langweilig. Jetzt war's aber wirklich. Ist immer noch ein schönes, naja, ein Ending halt. Da können wir uns fragen, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit hier gemacht haben. Ja, das passt alles logisch zusammen, natürlich. Da war's das mit dem Sage. Muss ja noch ein kleines wenig, deutsches Satzes geben. Da ist sie wieder. Doch nicht tot. Wie kommt das nur?
Und damit wär's das wirklich. Damit hätten wir jetzt auch Credits, die wir uns mal ansehen müssen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir wollten ja, also wir, ich wollte das ja noch zusammenfassen. Ein definitiv sehr interessantes Spiel. Offensichtlich haben viele Japaner mitgewirkt. Wenn es sich nicht bloß so nennen. Ja, also das Konzept alleine, dass man in 30 Sekunden Welt rennen muss, in 30 Sekunden Echtzeit, ist ja schon mal fantastisch. Wie gesagt, ich mag ansonsten überhaupt keinen Zeitdruck, aber das hat mir auch sehr gefallen. Einfach nur, weil es sich so schön umgesetzt hat. Die Story ist natürlich völlig abgedreht und völlig sinnlos am Ende eigentlich auch, aber das unterstützt das gesamte Spiel in seiner Arbeit nicht auch. Das Spiel hat nämlich tatsächlich sehr viel Sinn, aber es macht einfach Spaß und das muss das Spiel ja eigentlich machen. Ja, lässt sich easy sagen. Man muss manchmal ein bisschen wissen, was man tun muss. Durch den Zeitdruck, gerade jetzt das letzte Level, da brauchte man schon ein paar Anläufe. Die haben mich erwähnt. Schön. Ja, und jetzt sind die Grenzen schon wieder vorbei, womit ich nicht sehr viel mehr reden kann. Schade. Aber ich hätte mir jetzt auch sehr viel ausdenken müssen. Ich bin also ein Sackenhirn. Ja, und dann reden wir doch noch gar nicht weiter drüber. Ich meine, es gibt jetzt noch ein paar Dinge zu erledigen hier, die ich jetzt nicht im Video erledigen werde, wie immer. Gibt in dem normalen Hero 30 ein paar alternative Endings zu sehen. Es gibt einen Hero 3 Mode, in dem man genau das tut, nämlich man hat ein Level, in dem man in 3 Sekunden gerettet werden muss. Und das ist so knallhart, dass ich das auch nicht im Video erledigen werde, weil ich das sonst nicht durchspiele. Multiplayer. Ja, man kann mit mehreren Leuten das Spiel spielen. Geht, ist cool. Ich hatte schon mal kurz angezeigt, es gibt Retro-Mode. Kriegt man zwar Augenkrebs, aber manchmal auch ganz cool. Leaderboards, kann man sich mal angucken, was das ist. Schön. Ja, offensichtlich bin ich der Einzige, der das von meinen Freunden spielt, was kein Wunder ist. Erstens mal habe ich jetzt nicht so viele Freunde, ich bin eigentlich suche ich auch nur nach Freunden auf Steam. Ich suche nach Spielen auf Steam und nach Freunden. Ja, deswegen werden wir hier natürlich überhaupt nichts sehen. Ja, das war's eigentlich zu dem Spiel. Es hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Weiß man nicht, am Anfang habe ich glaube ich einen Preis dafür gesagt, wie viel das gekostet hat, also irgendwas in der Gegend von $10 waren es glaube ich. Für ein bisschen Spaß ist das in Ordnung. Ja, es wird einige geben, die aufgrund der Kürze des Spiels vielleicht sagen $10 viel, aber ich denke mal, also ich bereue es nicht, das gekauft zu haben. Manchmal gibt man sehr viel mehr Geld aus für Spiele, die an Ende völlig scheiße sind. Und es wurde sich auch definitiv sehr von mir beim Spiel gegeben, ich höre es aufzureden. Tschüssi, ich muss noch den Videostopp-Button finden.